Da bin ich wieder. Kommen wir mal zu einem speziellen Genre, die Top 5. Heute machen wir mal die Ego-Shooter. Meine Top 5 der letzten Jahre. Auf Platz 5 habe ich mal gewählt Doom. Geht wieder für, selbstverständlich für alle Versionen, die es da irgendwo gibt. Ob Doom 1, Doom 2, Final Doom, wie sie nicht alle heißen. Eines meiner Lieblingsdinger war auch so ziemlich das erste vernünftige Videospiel, was ich damals gespielt habe. Und ja, bis heute bin ich dran hängen geblieben. Platz 2, Duke Nukem, sei es nun PlayStation, N64, PC, gilt wieder für alle. PlayStation-Version, nicht so hübsche Optik, dafür ungeschnitten. N64-Version, schönere Optik, aber aufs Derbste geschnitten. So alles, was irgendwie mit Sex und Religion zu tun hat oder mit übelster Gewaltdarstellung, wurde von Nintendo halt vorsorglich entfernen lassen. Immer noch ein schönes Spiel. Bioshock. Die ungeschnittene Version natürlich. In der deutschen ist es weniger Blut. Macht im Spiel eigentlich von der Atmosphäre keinen Unterschied. Es ist, denke ich mal, trotzdem genauso gut. Hat mich auf jeden Fall sehr geflasht, das Ding, weil von der Atmosphäre ist es bombastisch. Storytechnisch auch sehr geil. Es ist einfach, ja, ein gutes Buch als Videospiel. Auf der 2, Alien vs. Predator. In der dicken Box. Die Marine-Kampagne fand ich halt ein bisschen langweilig. Das ist ein normaler Ego-Shooter. Eine Knarre vorne, Marine dahinter, macht keinen großen Bums mehr. Aber die Alien- und die Predator-Kampagne, alter Schwede, als Alien an Decken rumkraxeln und die Leute von hinten irgendwie erwischen, unschlagbar das Ganze. Platz 1, die Orange Box. Selbstverständlich könnte hier auch genauso gut Half-Life 2 für die Box stehen. Ist aber halt die Orange Box, weil noch Episode 2 und 3 dabei sind. Ne, Episode 1 und 2. Portal natürlich, was alleine schon an die Anschaffung wert ist, und Team Fortress 2 ist der Party-Multiplayer-Knaller schlechthin.